So, weiter geht's mit einer neuen Runde Alien Isolation, mit dem dritten Teil meiner Let's Play-Reihe. So, jetzt gerade noch im Ladebildschirm. Gucken, wo er jetzt hier. Ah, ne, es ist ja. Müsste ja am Speicherpunkt, müsste es ja ganz normal weitergehen. Ja, auf jeden Fall ein sehr atmosphärischer Titel. Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich super. So, hier war der Speicherpunkt. Ich guck mal nochmal, ob wir hier irgendwelche Unterlagen vielleicht noch finden. Was ist hier los? Familienfoto. Sixan. Übrigens, wer so Weltraum interessiert ist. Jetzt nicht nur für die Alien-Titel, sondern halt allgemein. Heute am 7.10. um 13 Uhr geht der Deutsche Alexander Gerst auf seinem Weltraumspaziergang. Sterner hier. Ich muss mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. In der Asservatenkammer, ja, wir brauchen ja unbedingt diesen Wagenheber, damit wir hier weiterkommen. Wir können ja mal auf der Karte gucken, ob da irgendwas eingezeichnet ist. Das sieht noch nicht so aus. Das sieht noch nicht so aus, ne? Größer, kleiner Stockwerk. Naja. So, hier sind noch eine Menge Türen, wo es weitergeht. Ich muss noch mal kurz einen Überblick verschaffen. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Glaube ich zumindest. Genau, hier sind wir hochgekommen, alles klar. Dann gucken wir jetzt erstmal noch mal die Schränke durch hier. Achso, das ist zum Verstecken. So sieht das also aus, wenn wir uns verstecken. Ein bisschen Ähnlichkeiten halt auch mit Outlast. Hier ist der Speicherpunkt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Viel mehr ist jetzt hier auch nicht. Big Dog. Gehen wir mal hier rein. Da ist auch eine Wagenhebertür. Immer nur mit dem Wagenheber aufgeopfert. Hier ist Blut. Blut ist nicht gut. Oh. Wo geht's hier weiter? Hier ist die Asservatenkammer. Da gehen wir nochmal. Noch mehr Blut. Oh. Asservatenkammer. Oh. Mich gruselt's. Mich gruselt's. Lag hier nicht irgendwo was? Was leuchten sehen hier? Joystick, guck das mal an. Der gute alte Joystick hier vom Amiga oder sonst was. Da müssen wir krabbeln. Wir haben auch nichts hier zum Aufnehmen, ne? Da ist der Wagenheber. Oder nee, ist einfach nur ein Hammer, ne? Aber auf jeden Fall eine Menge Werkzeug, ne? Aber trotzdem würde ich erstmal nochmal da hinten weitergehen. Weil da war ich jetzt noch nicht gewesen. Hier ist einfach nur Blut. Von oben oder von der Seite, was auch immer. Ne, hier geht's nicht weiter. Was steht da? So. Slump. Oh Gott. Was ist jetzt los? Okay, weiter geht's. Kleinen Moment noch, mal kurz was einstellen. Okay, so.
Weiter geht's. So, dann gehen wir auf jeden Fall mal da hinten rein. Hier geht's auf jeden Fall oben weiter. Okay, geht nur oben weiter. Hier geht's noch links weiter. Hier unter uns. Sieht auch aus wie Blut. Oha. Ausweiskarte. Ja, Wagenheber. Brauchen wir auf jeden Fall. Ach, was steht da? Wartungsheber oder? Boah. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Doch, Wartungsheber heißt es. Ja. Taschenlampe wäre echt nicht schlecht, ey. Also ist hier so dunkel. Mein Gut, und zur Not hätte ich, glaube ich. Nee, habe ich noch nicht mal. Naja, es ist wieder herstellen. Na, habe ich noch nicht mal. Eine Leuchtfackel. Ne, keine Leuchtfackel. So. Linke und rechte Maustaste halten und drücken Sie A. Okay. Das war also eine Sperre. Können wir schon mal eine Art von verschlossenen Türen aufmachen. Schrott einsammeln. Sensor und ein Abspielgerät. Folgende Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Mhm. Ja gut, kleine Information am Rande. Und weiter geht's. Würde ich sagen, hauen wir wieder ab, ne? Oh Gott. Ich höre hier irgendwas. Du Scheiße. Erstmal können wir nochmal speichern. So. Dann geht's jetzt erstmal wieder runter. Medikit, ja, ich will was anderes haben. Ist die Leichenhalle, hier ist ein Wagenheber. Aber was war da drüben noch? War da nicht auch was mit dem Wagenheber? Da ist abgeschlossen. Ich geh nochmal kurz rüber. Bin ich auch was mit dem Wagenheber? Irgendeine Tür mit dem Bad. Da, die Tür meine ich. Habe ich mich doch noch richtig erinnert, dass hier noch was war. Ist ja.
Ach, Inventar ist voll. Dann stell doch mal was her. Medikits ist klar, aber ich will was anderes herstellen. Komponente festlegen, Cursor bewegen. Ich kann nur Medikit herstellen. Die Sensordinge. Ah, ist doch blöd. Das ist richtig blöd. Kann ich nichts mehr einsammeln. Ja, das können wir noch nicht basteln. Jetzt. Ja, mein Tafel. Ach so, nur der Sensor ist voll, okay. Das kann ich einsammeln, okay. Na gut. Ja, ist einfach nur ein bisschen Material hier. Mehr ist hier nicht. Na gut. Dann gehen wir wieder. Dann home. Alter Schwede. Das ist eine Stimmung, ey. Los weg hier. Oh, was passiert jetzt? Oh, oh. Oha, wer ist er denn? Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Ach, er kommt jetzt mit, ja. Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Ich glaube, der stirbt eh gleich. Was ist hier los? Ja, Leuchtfackel wäre mal nicht schlecht. Was? Bleiben Sie bei mir. Was? Da sind welche. Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Ja, schön. Die fahren jetzt mit dem Fahrstuhl hoch, weißt du? Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. So. Näher reingehen. Aber gut, na gut, hier ist auch nichts drin. So geht's hier jetzt so langsam. Gibt ja hier nur einen Weg. Oh, das erinnert an alte Zeiten hier gerade. Ich
hoffe, ihr Schiff gibt es wirklich. Da ist hier ein Speicherpunkt. Ne, nehmen wir doch gleich mal mit. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Alter, krass. Sieht so cool aus, ey. Da. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also da. Immer nicht rein. Ach doch, jetzt. Bitten wir mal ein bisschen rum hier. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Überleben. Survive. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie... leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie noch mal die Gelegenheit haben. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Also Speicherpunkte gibt es auf jeden Fall genug. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Ah, cool. Nehmen Sie geil. Die Batterien mit. Eine Taschenlampe, wie geil. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. So, wie geht's jetzt wieder aus? Da sind noch Batterien. Die können wir auf jeden Fall mal speichern. Würde ich sagen, an der Stelle machen wir erstmal ein kurzes Break. Und dann freue ich mich schon mit euch auf die nächste Episode von Alien Isolation. Vielen Dank fürs Einschalten.